Hallo Leute, willkommen zurück bei The Guest. Schön, dass ihr wieder zuschaut, wie ich mir hier das Hirn zermartere. Ich freue mich, es geht jetzt weiter. Wir hatten schon unser erstes kleines Rätsel und jetzt werden wir diesen Raum erkunden. Ich glaube nicht, dass ich gerade Zeit für Musik habe. Zeit für Musik ist immer. Und ich glaube, es würde ihm auch viel besser gehen, wenn wir hier mal die Mucke richtig aufdrehen würden und eine Runde abdancen. So, wir haben eine Platte. Kann ich die da reinlegen? Schallplatte verwenden. Sehr schön. So, hier ist schon wieder so ein Ring, den haben wir schon mal bekommen. Das wird bestimmt noch Teil eines Rätsels sein. Okay, die Tür ist kaputt. Ein Teller. Auch behalten. Es wird alles mitgenommen. Von den Gläsern kann ich keins mitnehmen. Da ist noch was. Das sieht nicht wie ein Hotelzimmer aus, nicht wahr? Jetzt, wo du es sagst, das sieht eher aus wie eine Wohnung. Als wie so ein Hotelzimmer, so ein typisches. Finde ich auch. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Musik entspannend oder beunruhigend finden soll. Aber ich lasse sie mal kurz an. So, ich will hier auf keinen Umständen... Oh Gott, ich dachte gerade ganz kurz, es wäre eine Waffe. Keine Ahnung warum. Seit 2 Wochen vermisst. Irene Seydoux wird seit ihrer Abwesenheit bei der ESPA vor 2 Wochen noch immer vermisst. Selbst die, die ihr am nächsten stehen, wissen nicht, wo sie sich aufhält. Externe Quellen behaupten, die Psychologin gesehen zu haben, als sie das Flugzeug von Lyon verließ und das Jussais Hotel in Belgrad betrat. Ohne einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geht man vom Schlimmsten aus. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Das wäre irgendwie uncool. Bitte nicht stören. Können wir auch mitnehmen. Ist immer sehr schön, wenn man dann morgens noch ein bisschen ausschlafen will und die Putzfrau darf nicht rein. Okay, die Dinger haben wir doch schon. So, warte mal, das ist ein Ventil. Ansehen. Das ist... Nein, dreh's. Das ist so eine Pyramide. Die kommt da rein. So, dann haben wir... Ja, so ein Schleifchen. Das kommt da oben rein. Und das... Hatten wir das dritte nicht auch schon? Nee. Eins fehlt uns noch. Das habe ich irgendwo vergessen. So, also eins müssen wir noch finden. Oh, ich mag keine Dunkel. Alter, ich dachte gerade ganz kurz, da steht was. Oh, verdammt, ey. Okay, schon Paranoia ist hier. Scheint, als würde hier etwas hereinpassen. Momentan glaube ich nicht. So. Wunderschön. Können wir es auch behalten? Ja. Das kommt bestimmt da rein. Schade, hätte es sein können. So, was haben wir hier? Das kann ich nicht verwenden. Kann ich nicht verwenden. Guck da jetzt unten drin. Mano. Oh, ich mag nicht in die dunkle Ecke gehen. Ich habe keine Taschenlampe. Aber ich muss. Ich komme hier das Licht dran. Das kann ich nicht verwenden. Warum? Kann ich echt so gar nichts verwenden. Wahrscheinlich, weil es dunkel ist.
Die Lampe ist auch kaputt. Der Fernseher ist kaputt. Was leuchtet da denn so rot? Oh, was ist das? Diese Falltür ist verschlossen. Warum hat jemand eine Falltür im Tisch? Damit du die Teller nicht mehr abwaschen musst oder was? Kannst du dann einfach durch die Falltür schieben und auf den Boden schmeißen und sagen, oh, müssen wir immer aufwaschen heute. Das ist auch schön. Oh, Patient Evgeny Leonov, das sind wir. Für diese Tabletten, die wir immer kriegen. Hallo Evgeny, deine momentane Dosis Fluoxetin sollte am 24. Oktober enden. Zu diesem Zeitpunkt wirst du bereits in Boston sein, weshalb ich ein neues Rezept vorbereitet habe. Damit die Sekretäre des Kongresses dir am 25. eine neue Dosis bringen können. Du weißt, dass ich dir nicht mehr Dosen geben kann, als du zu einer bestimmten Zeit brauchst. Wir können, da sind auf einmal die Ö-Strichelchen, es nicht riskieren, uns in einer gefährlichen Situation zu begeben. So wie letztes Mal. Gute Reise, dein Arzt. Welcher Arzt nur schreibt damit dein Arzt? Okay, langsam geht die Musik wieder auf den Sack. Aus damit jetzt. Ja, wir brauchen dieses letzte Teil. Oh, da unten ist es, wo ich schon keine Ahnung, wie oft dran vorbeigegangen bin. Und jedes Mal sagte er mir, oh, es geht nicht, es geht nicht. Und auf einmal bückt der blöde Idiot sich. Okay, wir haben es gefunden. Ich habe zwar jetzt nochmal alle Räume hier abgesucht und das hat mich endlose Jahre meines Lebens gekostet, aber hey, wir haben es gefunden. So. Und schon wieder ein Rätsel. Nein. So, das. Bewegen. Achso, jetzt bewege ich das. Und jetzt, wie drehe ich das? Z und X, Z. Ah, es müssen alle drei wahrscheinlich nach oben zeigen. Ach, warum drücke ich denn jetzt auf Q? Ich bin nicht auf Q. Ja, auf X. Beiden. Mit dem drehe ich die beiden und mit dem, oh Gott. So, jetzt müsste es klappen. Also ich habe jetzt so lange gemacht, bis ich das obere und das unten links auf eine Ebene habe, also dass die gleich stehen und dann das untere nach oben setze, weil mit dem hier, also mit dem, ne, unten links, kann ich nur die beiden bewegen. Das heißt, es müsste eigentlich gehen. Oh Gott sei Dank. Was bestätigen? Schalte sie aus und such nach mir. Wem? Ist denn in der anderen Tür? Eine Filmrolle? Anweisung der Aufsicht an Zimmeraufsicht 1, 313. Um Zimmer 297 vorzubereiten, muss der Zustand jedes Winkels überprüft werden. Dieser Orientierungsfilm vermittelt Ihnen Informationen über dieses Zimmer und was es enthält. Bitte stellen Sie sicher, dass die Falltür geöffnet ist, damit Sie den Projektor nutzen können. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten nach dem Öffnungscode. Nachdem Sie die Inspektion abgeschlossen haben, legen Sie den Film bitte in den Container außerhalb des Aufsichtsareals A. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches entdecken, kontaktieren Sie bitte Bla, Keks, Gefasel. Genau. Alles klar, also es ist ein Lehrfilm, wie man in diesem Zimmer ja, Ordnung hält, wie auch immer. Es ist irgendwie alles sehr komisch.
Und der Projektor, der war ja hier. Den kriegen wir ja noch nicht auf. Die Falltür ist verschlossen. Ich weiß auch noch nicht, wie wir den dann aufkriegen sollen. Schalte sie aus und such nach mir. Ja, es ist doch rot. Das habe ich doch schon mal gesehen. Da vorne an der Ecke war doch irgendwie sowas mit den Farben. Die jetzt nicht mehr da sind. War das nicht hier gewesen? Verdammt. Ich habe es mir nicht gemerkt. Oder musste ich das Licht vielleicht auch noch ausmachen, weil das war ja am Anfang auch aus. Und das... Verdammt, es ist weg. Shit. Aber ich weiß ja, wir haben hier auch noch so ein Tagebuch. Aber da steht natürlich auch nichts Brauchbares drin. Toll. Jetzt weiß ich halt echt nicht mehr. Oh, Licht geht an. Ein Tablett stecken wir uns auch einfach mal so in die Hosentasche. Wir haben ja genug Platz in unserer Hose. Eigentlich haben wir einen Rucksack auf. Wir sehen ihn nur nicht. Sehr geehrter Dr. Leonov, willkommen im Oakwood Hotel. Wir freuen uns, Sie hier uns begrüßen zu dürfen und hoffen, Sie da... Ja, Frank Bowman, Geschäftsführer. Vielen Dank. Ich muss sagen, Ihr Hotel gefällt mir überhaupt nicht. Für mich hier definitiv unwohl und hier ist auch eine total verranzte Couch. Weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Wenn ich könnte, würde ich sofort auschecken. Aber ich kann nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen hier auch mal wieder einen Cut. Und ich glaube, ich gucke mir dann auch noch mal mein letztes Let's Play an und gucke noch mal, ob ich da nicht wirklich diese Farben im Spiegel gesehen habe und schreibe mir das mal auf, wie das aussah. Für den Fall, dass ich hier jetzt gar nichts mehr finde. Und, also mir machen diese Rätsel wirklich sehr Spaß, auch wenn man viel nachdenken muss. Ich weiß jetzt nicht, wie das als Zuschauer so ist. Ich hoffe jedenfalls trotzdem, dass ihr Spaß habt, auch wenn ihr jetzt nicht so viel grübeln müsst wie ich. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!